Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei unserem Mini-Katalog-Countdown. Ihr seid sicherlich schon gespannt, wie ich das Projekt von Cornelia gestern nachbaue. Wir legen auch direkt los, wir haben nicht viel Zeit, wir haben nur 15 Minuten pro Karte und ihr wisst, ich habe das ganz gerne mal ein bisschen länger, aber wir fangen direkt mal an. Wir brauchen ein Stück Papier mit den Maßen 21 x 14,5. Das legen wir uns an der langen Seite einmal bei 10,5 cm an und falzen das. Das ist hier übrigens marineblauer Farbkarton, falls ihr fragt. Ihr bekommt aber auch nochmal die Maße und die verwendeten Produkte. Die verlinke ich euch unten in der Infobox. PDF-Freebie folgt das PDF. Folgt ein wenig später. So, das wäre das. Dann habe ich hier aufgrund der ganzen Umstände schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Wir werden trotzdem das eine oder andere schon machen. Und zwar werde ich Cornelias Projekt von gestern heute mit dem zauberhafte Tage aus versuchen zu wiederholen. Und da werde ich auf jeden Fall hier die kleinen Süßen verwenden. Die sehen so süß aus und da dachte ich mir, die haben auf jeden Fall ihren Höhepunkt heute bei mir. Was habe ich gemacht? Ich habe zuerst mir mit den Büttenstanzen habe ich mir einmal das Ganze hier ausgestanzt. Und zwar habe ich hier den größten und den drittgrößten verwendet. Ne? Also die schön aufs Papier legen, mit einem Washi-Tape oder was auch immer schön fixieren. Und dann könnt ihr euch das hier ausstanzen. So, die Seite geht natürlich auch. Jetzt haben wir bei unserer lieben Cornelia ja gesehen, dass die hier so Ritzen an den Seiten hatten. Das habe ich natürlich jetzt nicht vorliegen, weil ich die Stanzen nicht habe. Aber da gehen wir jetzt einfach her, nehmen unsere Zusätze, die wir ja jetzt seit neuestem haben bei Stampin' Up für unseren Aufhebhelfer. Und jetzt fange ich an und gehe hier einmal ganz sacht an den Ecken vorbei und ziehe mir das jetzt einmal hier gerade und dann mache ich da noch eine Schräge rein. Auf diesem Papier sieht man es jetzt gar nicht so sehr. Ich hatte das aber ja vorbereitet und auf dieser Seite zum Beispiel, ich hoffe, ihr könnt das sehen, da kommt das wesentlich mehr zum Ausdruck, weil ihr da halt mehr weiße Fläche habt. Ne? Also je mehr Unifarben ihr habt, desto besser funktioniert das. Ich höre da jetzt hier mit auf, weil es hier wirklich so gut wie gar nicht auffällt. Also ist das vergebene Liebesmüh, aber ihr wisst, dass ihr es halt mit dem Zusatzaufsatz für den Aufhebhelfer schön gestalten könnt. So, dann habe ich gesehen, dass die Cornelia hier noch innen so einen kleinen Rand hat und da habe ich mir jetzt hier auch einmal marineblau genommen und habe mir das ausgeschnitten mit den Größen. Ich glaube, es waren 8x12. Ja, korrekt. Richtig. Und dann habe ich mir auf links und rechts auf der langen Seite praktisch das Ganze einmal abgeschnitten bei 0,85, also innen, ne? Einen Rand gesetzt von 0,85 und oben und unten habe ich einen Abstand gewählt von 1,2 und habe mir praktisch das Quadrat oder das Rechteck vielmehr von innen halt einmal ausgeschnitten. Und somit versuche ich jetzt hier diesen inneren Rand jetzt einmal nachzubasteln. Dann brauche ich hierfür klackadatsch unsere Silikonmatte. Das Evensche klackert ja ganz gerne, ne? Das wollen wir aber jetzt mal nicht. Können wir jetzt nicht gebrauchen. So, und dann bringe ich mir das jetzt hier
außen einmal an. Ich nehme nicht den gesamten Rahmen, weil der soll ja übergucken. Also nehme ich nur den Rand und versuche mir den jetzt hier so auszurichten, dass der überall gleich ist. Drück das einmal so ganz zart an, damit ich es gleich noch ein bisschen schieben kann, wenn ich es muss. Ich finde da oben, da kann noch ein bisschen weg. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das können wir so lassen. Das hat ja mal gut funktioniert. Ich habe es nicht vorgebastelt, also ich bastel das praktisch mit euch jetzt nach. Ich habe jetzt praktisch nur die Materialien, die Cornelia jetzt verwendet hat, schon vorbereitet, damit ich es dann irgendwie zusammen bekomme. Ja, was habe ich sonst noch genommen? Ich habe mir hier in diesem Fall hatte Cornelia die Eulen ja auf einem Holzstück sitzen. Und bei einem Eisbär kann ich das, könnte ich machen, aber das war irgendwie nicht passend für mich. Also habe ich eine Eisscholle erstellt. Und wie habe ich das gemacht? Ich zeige euch das. So, ich nehme mir jetzt erstmal eine Unterlage und ich habe mir hier einmal flüsterweißen Farbkarton genommen. Der hat die Maße 8 x 5 cm. Und dann habe ich mir auch so Verpackungsfolien. Das gibt es allerdings auch als Klarsichtfolie von Stampin' Up. Da habe ich mir einfach immer mal so Schablonen hergestellt, die ich dann für solche Anlässe benutzen kann. So, und jetzt nehme ich mir hier einmal diesen hier. So, den lege ich mir jetzt hier drauf. Und da werde ich das aber einmal umdrehen. Entschuldigt, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals heute. Was nehme ich für Farben dafür? Ich nehme jetzt einmal Babyblau und Abendblau. Und auch die passenden Fingerschwämmchen dafür. Da habe ich jetzt das Babyblau. Mit dem fange ich jetzt einmal an. Tupp mir das jetzt hier einmal auf der Seite. Drück mir das jetzt hier so fest. Und gehe jetzt von außen an den Rand von der Schablone vorbei. Und ganz zaghaft. Und gehe dann auch ein bisschen nach innen. So, und dasselbe mache ich jetzt nochmal mit dem Abendblau. Und ihr seht, da erscheint dann so ein schöner Übergang. Und das könnt ihr auch so gestalten, wie ihr das letztendlich möchtet. Jetzt möchte ich hier unten nochmal ein paar Verwehungen haben, sodass das ein bisschen lebendiger ausschaut. Da wiederholen wir das Ganze nochmal. So, und das untere hier, das soll jetzt gleich so ein bisschen stehen bleiben. Da gehe ich jetzt noch mal mit Babyblau drüber. Dann ist der Rand nicht ganz so scharf zu dem Weiß. So, wenn ihr das habt, könnt ihr euch das hier eigentlich einmal so abschneiden. Ich mache da immer so einen kleinen weißen Rand drum. Und dann habt ihr das letztendlich schon fertig, ne? Also das ist gar kein großes Zauberwerk. Das ist eigentlich recht schnell gemacht. Und die Folien könnt ihr halt immer schon wieder sauber machen und fürs nächste Mal verwenden. Weihnachten steht ja vor der Tür. Da ist das natürlich ein guter Vorwand, sich sowas mal zu erstellen. So, jetzt haben wir noch Folgendes. Die Teddys hier, die süßen, die habe ich schon vorgestempelt und zwar in Granit und habe die dann auch entsprechend mit unseren Stampin' Write Markern nochmal in Babyblau, so ein ganz leichtes, damit da so ein bisschen leichtes Spiel reinkommt, habe ich hier so kleine Ecken mit Babyblau und dann bin ich mit Granit da nochmal mit drüber gegangen. Wie gesagt, alles mit den
Stampin' Blends. So, nicht den Write Marker, sondern mit den Stampin' Blends. Jetzt habe ich hier nochmal ein Blatt Papier mit den Maßen 8x12. Und das werde ich jetzt hier mit dem neuen Präge vom Schneegestöber hier jetzt einmal reinsetzen. Das Ganze gerade möglichst, Yvonne. So, dann braucht ihr eure Lieblingskurbel, eure Plattform, die 1, und für den 3D-Prägefolger kommt jetzt die Nummer 4. Und jetzt legt ihr euch das mit dem Verschluss, ne? Also nicht die offene Seite, sondern mit dem Verschluss, das legt ihr euch jetzt hier rein. Legt euch die Vierer drüber und kurbelt das einmal durch. Ihr müsst immer schauen bei den Prägefoldern, was ist das für ein Prägefolder? Ist das ein 3D oder eben nicht? Und dann müsst ihr schauen, dass ihr die entsprechenden Aufsätze hier verwendet. Sonst macht ihr euch wirklich die Maschine kaputt. Oder halt auch den Prägefolder. Ne? Also ist mir schon passiert. Ich weiß, wovon ich rede. Dann können wir uns das gute Stück hier auch rausnehmen. Und jetzt fangen wir an zu layern. Und zwar möchte ich das jetzt hier drauf haben. Ja, okay, das passt. Und das können wir dann auch direkt einmal jetzt mit Klebstoff verbinden. Wie gesagt, ich habe das in Quadrat ausgeschnitten, so dass man das jetzt schön übereinander setzen kann. Dann hat man immer eine gute Vorlage. Und die Süße hier, die setze ich so ein bisschen dahinter, damit der Kleine hier Küssi geben kann. Ist das nicht süß? Ich finde, die zwei sind so putzig. So, und dann wollen wir das jetzt auch noch eben machen. Und das Ganze einmal festkleben. Denn hier müssen wir immer dann gucken, wie kommt es mit dem Kleinen dann hin. So, können wir das da schon festmachen. Und jetzt kommt der kleine Püppi hier noch. Ich befürchte jetzt fast durch den Rand, dass der kleine Püppi ein bisschen, aber es geht noch. Ja. Das kann man noch so nehmen. Oh, Gott sei Dank. So, dann kann man immer noch ein bisschen schieben. So, und hier gebe ich jetzt an den Rand ebenfalls, allerdings diesmal innen, den Tombow auf. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir es am besten legen. Schaut, dass das natürlich jetzt nicht auf Kopf steht. Ne? Das wäre jetzt ziemlich blöd. Wenn wir da jetzt das falsch machen würden. Und schauen wir mal, das provisorisch festdrücken. Ja, ihr seht, das ist jetzt an der Rückseite nicht ganz gerade, aber wen interessiert? Das ist die Rückseite, oder? Das machen wir jetzt einfach so schön weiter. Dann kommt hier noch ein Spruch drauf. Da habe ich jetzt wieder marineblauen Farbkarton genommen. Der marineblaue Farbkarton hat die Maße 6,2 x 2,5 und der weiße Aufleger 5,7 x 2. Hier müssen wir noch ein bisschen stempeln. Da werde ich jetzt aus dem Stempelset die Wintergrüße nehmen und dann das Ganze einmal in Abendblau. Beziehungsweise, nee, wir machen das in Marineblau. Das passt einfach besser zum Papier. Und ihr wisst ja, das Schöne ist, dass man bei Stampin' Up! Immer die Farben so schön aufeinander abgestimmt bekommt und nicht immer gucken muss, oh, könnte das jetzt passen oder beißt sich das? Das hat man, das Problem hat man hier jetzt nicht. Und dann nehmen wir daraus auch noch eine kleine Schneeflocke aus dem Set und das bringe ich mir jetzt hier noch ein bisschen auf. Da in der Ecke, da muss noch was hin. So, nagelig mag ich es dann auch nicht. So,
das Ganze kleben wir jetzt aufeinander. Ich mache das jetzt in dem Fall mit Dimensionals, damit da so ein bisschen Spiel und Bewegung reinkommt und das Ganze irgendwie ein bisschen lockerer ausschaut. Nicht ganz so streng. Und das bringen wir jetzt hier hoffentlich mittig schön auf. Boah, 1A. Adlerauge. So. Und jetzt bringen wir das hier. Es hätte noch ein bisschen schmaler sein können, damit man ein bisschen Abstand zum Rand hat. Aber wir lassen es jetzt so. Es ist, wie es ist. Und jetzt gebe ich nur hier unten, weil wir haben ja eine Stufe in der Karte, gebe ich nur hier unten Tombow auf und setze mir das jetzt hier einmal mittig drauf. Dann haben wir hier noch die Innenkarte und da gehen wir genauso vor. Wir nehmen wieder Marineblau und nehmen den Spruch, gemeinsame Zeit ist die schönste. Und dem kann ich natürlich nur absolut zustimmen. Weihnachten oder gemeinsame Bastelzeit ist einfach das Schönste, was es gibt. Und bin immer froh, wenn ich euch damit auf die Reise nehmen kann. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Es ist irgendwie so ein Highlight in der Woche, mit euch gemeinsam zu basteln. Dann ist das auch erledigt. Jetzt kommt hier nochmal die Schneeflocke zum Einsatz. Ruhig auch mal den zweiten oder dritten Stempel verwenden. Und da oben haben wir jetzt gar nichts. Das passiert mir. Und ihr seht schon, ich habe hier irgendwie ein Haar auf dem Matte gehabt, auf dem Stempel. Also ruhig immer auch vorher einmal, den haben wir nicht gebraucht, den Stempel sauber machen. Das habe ich jetzt in diesem Fall einmal vergessen. Asche auf mein Haupt und zurecht. So, das können wir jetzt hier schon mal reinkleben. Und jetzt das Prunkstück. Da werden wir wohl... Ah, ich schau mal. Vielleicht geht es auch so. Müsste eigentlich von der Höhe gehen, dass man jetzt hier nicht noch Dimensionals benutzen muss. Da drehe ich mir das Ganze einmal um und drücke mir das fest. Ich finde, man kann Cornelias Karte doch hier ganz gut wiederfinden und sieht, dass das ja eigentlich eine schöne Alternative ist. Und jetzt geht's mit meiner Karte weiter. Und ich hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß dabei wie ich. Denn auch hier habe ich natürlich schon was vorbereitet. Was ihr für meine Karte benötigt, ist einmal Farbkarton in Grundweiß mit den Maßen 21x14,5. Und einmal 11,1x14,5. Dann braucht ihr noch ein Pergament. Ebenfalls mit dem Maß 14,5x10,5, also nicht ebenfalls, sondern 14,5x10,5. Des Weiteren habe ich mir hier schon das Etikett vorbereitet und unsere Süßen hier. Auch die kommen wieder natürlich. Und dann habe ich mir hier noch ein paar Geschenke aufgestanzt. Dazu kommt noch ein wenig Band. Und jetzt legen wir auch schon los. Auch hier seht ihr schon, habe ich mir das vorgeprägt. Also genau wie eben das Papier, nur diesmal halt in der Breite. Und wir gehen wie folgt vor. Zunächst einmal nehmen wir unsere Grundkarte, legen die auf der langen Seite bei 10,5 cm an und falzen das gute Stück. Das kann schon zur Seite. Und jetzt brauchen wir dieses hier nochmal. Das hatte ja auf der schmalen Seite
die 11,1 cm. Wir müssen das jetzt auf der rechten Seite bei 6 mm anlegen und da auch einmal falzen. Dann könnt ihr das auch direkt einmal umlegen und mit dem Falzbein schön nachziehen. Denn das kommt jetzt hier oben drauf gleich nochmal. So, was wir jetzt machen, ich nehme mir hier wieder unsere Unterlage, nehme mir doppelseitiges Klebeband und bringe mir das jetzt hier auf die Klebelasche einmal auf und lasse das jetzt erstmal so. Ich ziehe das noch nicht ab, denn jetzt möchte ich zunächst einmal innen das Ganze mit Farbe versehen. Und zwar habe ich auch hier wieder meine Fingerschwämmchen, diesmal Babyblau und Lagunenblau. Und da fange ich wieder mit Babyblau an. Und mache mir hier so ein paar Schneegestöber an den Seiten. Einfach so, das ziehe ich mir jetzt hier so rein. Dasselbe machen wir jetzt auch noch mal mit dem Lagunenblau. Und oben machen wir auch noch ein bisschen Babyblau. So, das soll das erstmal gewesen sein. So, hier habe ich jetzt nochmal Farbkarton in Grundweiß mit den Maßen 14,5 x 4 cm. Da schneide ich mir jetzt meine eigene kleine Eisscholle oder meinen eigenen kleinen Eisberg. Und da machen wir jetzt erstmal die Sitzfläche von der großen. Habt ihr das, nehmt ihr euch wieder Lagunenblau und Babyblau. So, und fangen wieder mit dem Babyblau an. Wir brauchen natürlich auch noch mal hier unsere Vorlagen. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir es machen. Welche Sachen wir nehmen. Jo, das können wir schon mal machen. Auch von oben direkt das Ganze. Dann mit mit Lagunenblau nacharbeiten. Auch von oben. Und dann könnt ihr schon sehen, ob hier und da vielleicht noch ein bisschen Babyblau zum Einsatz kommen muss, damit das nicht ganz so düster wird. Das hätten wir schon mal. Den Rest machen wir jetzt gleich und hier gehen wir jetzt auch noch einmal drüber mit Babyblau von innen und von außen. Dann wieder mit Lagunenblau, ebenfalls innen und außen. Und jetzt können wir das Ganze hier einmal den Rest nacharbeiten. Fange ich hier erstmal in der Mitte an. Und gehe jetzt hier über die Grenzen, über die beiden unterschiedlichen Farben oder Lagen einmal so mit Babyblau drüber. Und jetzt bauen wir uns das Ganze zusammen. Und zwar kleben wir dies jetzt hier erstmal als Grundlage auf unser Schneegestöber. Da mache ich das so, dass ich bis zur Hälfte ungefähr klebe, weil dann kann ich von oben auch noch ein wenig, also zumindest da, wo die Teddys sitzen, da mache ich es nur bis zur Hälfte. Dann kann ich da den Teddy noch drunter schieben.
und habe da noch ein bisschen Spiel. Das bringen wir jetzt hier schön bündig zu den Seiten einmal auf und kleben das Ganze fest. Jetzt kommen unsere kleinen Teddys. Erst fange ich wieder mit der großen an, damit ich den kleinen dann entsprechend nachsetzen kann. Und da machen wir das genauso wie bei der nachgebastelten Karte von unserer Cornelia, die ich nachgebastelt habe, dass ich das jetzt hier so drunter schiebe und den kleinen mir nehme und schaue, dass die sich hier ein bisschen Küssi sagen. Schön gute Nacht oder was auch immer sie sich da gerade ins Ohr flüstern. Sie haben sich einfach lieb, die zwei. So, was wir jetzt noch machen, ist, dass wir das hier schon mal fertig machen. Und da habe ich jetzt hier meine beiden Bänder. Das haben die jetzt für ein Maß, da muss ich jetzt gerade selber gucken, circa 6 cm in der Länge. Da gebe ich mir auf einer Seite hier einen Glue Dot auf und lege mir das übereinander. Bringe mir nochmal einen Glue Dot auf der einen Seite auf. Steck mir das jetzt hier mittig einfach so rein und fixiere das. Auch hier verwende ich jetzt unsere Dimensionals, werde aber auch die kleinen verwenden. Die kann ich nämlich ganz schön daneben setzen. So, und jetzt bringe ich mir das hier mittig auf mit ein bisschen Platz nach unten. Da darf es dann auch gerne mal Augenmaß sein. Und ich finde, da passen unsere kupferfarbenen Schneeflocken einfach super dazu, zu der Farbe. Damit ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen Spiel da drin habe. Ich glaube, das reicht schon, oder? Dann machen wir hier noch einen hin. So. Oh, so süß. Was jetzt als nächstes kommt, das verrate ich euch natürlich auch. Wäre ja blöd, wenn nicht, ne? So, und zwar haben wir ja hier anfangs unsere doppelseitiges Klebeband aufgebracht. Das können wir jetzt nochmal runterdrücken und das Ganze jetzt einmal abziehen. Und jetzt legen wir das Ganze einmal bündig unten an zur Karte und fixieren das Ganze am Papier. So, jetzt habe ich ja hier noch mein Band. Da werde ich jetzt doppelseitiges Klebeband ebenfalls aufbringen. Von Natur aus ist das Band in der Regel so ein bisschen verdreht, also nicht ganz gerade, ist ja klar. Also Bänder, die drehen sich dann immer so ein bisschen, liegen ja auch auf einer Rolle. Die muss man sich dann ein bisschen gerade ziehen. Und dann das Ganze einmal abschneiden. Dann könnt ihr euch das hier wieder von ablösen. Und jetzt fange ich an und lege mir das. Jetzt nehme ich mir das erstmal und werde mir das Ganze hier ein bisschen festsetzen, damit mir das Band nicht komplett aufgeht. Nehme diese Seite und lege mir das jetzt oben und zum Rand hin einmal gerade auf und ziehe mir das jetzt hier oben an den Rand einfach lang. Und wenn dann was übersteht, ist das nicht schlimm. Das schneiden wir jetzt gleich ab. Wir müssen es eh noch fixieren. Müssen dann nur ein bisschen aufpassen, ne? Also möglichst nah an der Karte. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das funktioniert einwandfrei.
So, dann haben wir den Rand, der oben zu sehen war von dem Papier, den haben wir jetzt damit auch versteckt. Und ich finde, das gibt dem Ganzen noch ein bisschen Wärme. Jetzt haben wir natürlich das so, wenn wir das jetzt aufklappen, haben wir hier noch ein bisschen was. Und da habe ich mir überlegt, da machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen den Spruch von eben, gemeinsame Zeit ist die schönste Zeit. Und jetzt möchte ich noch eine kleine Überraschung basteln. Und zwar werde ich jetzt mit Pfauengrün arbeiten und das Ganze aufstempeln. Aber möglichst so, dass man es jetzt nicht sieht. Also wird das hier unten im unteren Bereich auf dieser Seite gestempelt werden. So, da ist diesmal sauber gemacht. So, ja, perfekt. Und die Pakete habe ich, wie gesagt, ebenfalls aufgestempelt, auch in Faungrün und habe das dann mit Lagunenblau und mit Kupferbraun in Stampin' Blends ausgemalt und dann mit Hand ausgeschnitten. Und diese, die setzen wir jetzt hier einfach auch noch so hin, dass man das von oben nicht sehen kann. Jawohl, perfekt. Und das Ganze kleben wir jetzt hier einmal drauf, weil sonst hätten wir ja nichts, könnten das jetzt noch als Rückseite nehmen zum Bestempeln, aber das ist mir zu filigran, deswegen lege ich das nochmal auf die ganz reguläre Karte und werde mir das jetzt hier einmal festkleben. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich hier innen noch ein bisschen Schneegestöber reinmache. Und das mache ich jetzt diesmal mit den weißen, damit die von oben halt nicht auffallen, wenn ich das jetzt hier bestücke. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ruckizucki sind zwei Karten fertig. Und ich finde, die sind richtig süß, die kleinen Bärchen. Und das Ganze passt halt wunderbar zusammen. Ich finde das immer mega, wenn alles so schön zusammenpasst, wie es gehört. Ne? Ja, ihr Lieben, morgen geht es weiter mit der lieben Susanne. Die wird jetzt morgen diese mit ihrem Stempelset nachbasteln. Und ich bin schon ganz gespannt, was das alles so ergeben wird. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß, bis der neue Mini-Katalog erscheint. Und ihr habt jetzt ja schon einiges an guten Vorschlägen sammeln können. Und ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, einen schönen Sonntag. Macht's gut und bis bald. Tschüss!